Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Wir steigen nahtlos ins Fachprogramm wieder ein. Im Folgenden geht es um Betriebsstätten. Und zwar werden wir Praxiserfahrungen mit der Umsetzung des AOA erfahren. Anhand von Echtfällen werden die Referenten vier Themenkreise beleuchten, insbesondere Vorlaufkosten geplanter Betriebsstätten. Das heißt, im Grunde geht es darum, ob bei der deutschen Betriebsstätte, ob die Vorlaufkosten in Deutschland abziehbar sind. Denn wenn sie in Deutschland nicht abziehbar sind, führt auch die Nichtabziehbarkeit im Ausland zur Gefahr der Doppelbesteuerung. Dann werden sich die Referenten mit Betriebsstätten ohne wesentliche Personalfunktionen befassen. Es wird um die Berechnung des Dotationskapitals gehen und um die Zuordnung von Beteiligungen. Und Sie werden sehen, die Ergebnisse der Referenten werden auch viel steuerpolitischen Diskussionsstoff schaffen. Gerade bei den Betriebsstätten ohne wesentliche Personalfunktion werden Sie sehen, dass im Inbauenfall sogar das deutsche Gewerbesteueraufkommen gefährdet sein könnte. Beim Dotationskapital führt die Berechnung dazu, dass eindeutig der Betriebsstätte zuzuordnende Schulden möglicherweise dieser nicht mehr zugeordnet werden können, was dazu führt, dass wir auch wieder die Doppelbesteuerung hinsichtlich des Zinsabzugs haben. Ja, und Sie sehen schon, dass da durchaus einige Fragen kritisch gesehen werden könnten im folgenden Vortrag. Deswegen weichen wir von unserem ehernen Prinzip Referat und Wirtschaftskommentar an dieser Stelle ab und werden den laufenden Kommentar der Wirtschaft immer wieder in die einzelnen Fallgruppen integrieren, damit man vielleicht ein bisschen näher dann an den aktuellen Fallbeispielen auch ist hinsichtlich der Kommentierung. Besonders freuen wir uns, dass vorab noch ein Ehrengast einen seiner letzten Arbeitstage hier bei uns in München und damit gemeinsam im Forum verbringt. Denn Manfred Naumann hat sich freundlicherweise bereit erklärt, kurz ein bisschen den historischen Abriss des AOA nochmal aus seiner Praxiserfahrung heraus zu beleuchten. Und das ist für uns natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, quasi aus deutscher Sicht den Vater des AOA auch noch hier in der Mitte des Forums begrüßen zu dürfen. Aber nun zuerst zu dem ersten Hauptvortragenden, Siegfried Müller. Er ist Fachprüfer für Auslandsbeziehungen im Bayerischen Landesamt für Steuern. Er trägt vor an der Bundesfinanzakademie und ist Lehrbeauftragter in der Fachhochschule in Herrsching. Wie bereits beim Forum 2014 wird er unterstützt von Gerhard Gierlich. Gerhard Gierlich ist leitender Konzernprüfer beim Finanzamt München, hat daneben aber auch ein Zusatzstudium absolviert bei der Universität Freiburg im Breisgau, hat fast, aber noch nicht ganz den Doktorgrad erlangt. Deswegen sage ich heute noch Gerhard Gierlich. Beim nächsten Auditforum kann ich ihn als Dr. Gerhard Gierlich ankündigen. Den laufenden Kommentar der Wirtschaft übernimmt Holger Engelke. Er ist Diplomkaufmann und Steuerberater seit 2001 bei Munich Re, seit 2011 Leiter des Zentralbereichs Group Taxation. Davor war er bei Peter Schönberger und Partner und bei EY. Und last but not least, Manfred Naumann vorzustellen, ist sicherlich Eulen nach Athen zu tragen. Er ist noch amtierend Referatsleiter in der Steuerabteilung des Bundesfinanzministeriums, hat sich seit vielen Jahren auf viele Weise mit Fragen des internationalen Steuerrechts beschäftigt, war für Deutschland Vertreter in unzähligen Arbeitsgruppen bei der OECD und bei der EU-Kommission. Ich denke, Sie alle haben sicherlich mit ihm schon Kontakte, Erfahrungen verbunden und freuen sich ganz besonders heute, auch ihn hier nochmal erleben zu dürfen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Gerhard Gierlich, Siegfried Müller, Holger Engelke und Manfred Naumann. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin froh und glücklich, dass ich hier bei dieser Veranstaltung auftreten kann, bei einem Thema, das mich die letzten 16 Jahre verfolgt hat, die Betriebsstättenbesteuerung, die Aufteilung von Gewinnen. Damit habe ich eigentlich beim Bundesfinanzministerium angefangen, weil das schon damals Thema bei der OECD gewesen ist. Nur als kleiner Hinweis,
wie schnell heute die Sachen gehen bei der OECD mit den Besteuerungen der internationalen Sachverhalte und wie lange Zeit man dafür gebraucht hat in der Vergangenheit. Und ich bin nicht ganz sicher, dass das heutige Verfahren wirklich das bessere ist. Ja, der Authorized Approach, das ist eben ein Kind, das stammt eigentlich aus dem letzten Jahrtausend. Da gab es viele Bemühungen der OECD in irgendeiner Form zu finden, wie man bei Betriebsstätten die Gewinne aufteilt zwischen dem Unternehmen, landläufig auch Stammhaus genannt, und der Betriebsstätte, wie man das also machen soll. Und die OECD hat dieses Projekt aufgegriffen, deswegen, weil sie der Auffassung gewesen ist, in diesem Bereich, da bestehen ganz erhebliche internationale Differenzen und es wäre notwendig, einen einheitlichen Approach zu schaffen für Betriebsstätten, um die Zahl von Doppelbesteuerung zu vermeiden, von vornherein, und vor allen Dingen auch, um Möglichkeiten zu schaffen, wie man Doppelbesteuerung einigermaßen rational lösen kann, ohne sofort in die orientalische Phase einzusteigen. Mittel der Wahl war der Authorized Approach. Wie gesagt, der Anlass war, dass hier keine international einheitliche Richtung bestand, weil Artikel 7 Absatz 2 Musterabkommen, Sie erinnern sich vielleicht dunkel, beinhaltet den Fremdvergleichsgrundsatz, während der Artikel 7 Absatz 3, alte Version, beinhaltete Aufteilung von Erträgen und Aufteilung von Kosten. Und dass das einen kleinen Unterschied machen kann, das ist, glaube ich, einigermaßen klar. Das war auch einer der Anhaltspunkte dafür, warum die OECD das Projekt angefangen hat. Nämlich zu sehen, dass Artikel 7 Absatz 2, der den Fremdvergleichsgrundsatz enthält, in gleicher Weise ausgelegt wird wie Artikel 9 OECD-Musterabkommen. Dass also Fremdvergleichsgrundsatz zwischen selbstständigen Unternehmen und zwischen Betriebsstätten nicht unkonsistent angewandt werden, sondern eben, dass die Ergebnisse auch bei Tochtergesellschaften und auch bei Betriebsstätten nach Möglichkeit einigermaßen ähnlich aussieht. Damit verbunden war die Vorstellung bei der OECD, auch eine Vereinfachung hinzukriegen, weil man die Überlegung hatte, halte ich auch für richtig, dass bei der Betriebsstätte dann die OECD-Guidelines zu den Verrechnungspreisen auch angewandt werden könnten und man da gewisse Linien sieht, wie man mit Betriebsstätten an der Stelle umgeht. Der dritte Punkt, das war, glaube ich, eher ein Argument der OECD, um das nach außen hin zu vermarkten, gerade auch an die Quellenstaaten, weil wenn man das sieht, dass eigentlich Betriebsstätten in der Vergangenheit vielfach, zum Teil auch in der Bundesrepublik, als Aufteilungsfälle verstanden wurden und wenn man dann sich überlegt, ich habe eine kleine Betriebsstätte in einem Land und brauche jetzt das Gesamtergebnis des Unternehmens, um daraus jetzt das kleine Stück rauszuschneiden, was jetzt die Betriebsstätte meines Landes betrifft, das ist kompliziert und es geht eigentlich auch nicht. Jedenfalls, das kann man eigentlich nicht mehr in dem Sinne begründen. Also da war auch eine Vereinfachung vorgesehen. Und natürlich Zurückdrängung der verschiedenen innerstaatlichen Konzepte. Wir haben den berühmten Weihnachtserlass gehabt zur Betriebsstättengewinnaufteilung, überhaupt zu Betriebsstättenfragen. Aber Sie sollten sich nicht die Illusion machen, dass die Grundsätze, die in diesem Papier drin standen, international anerkannt gewesen wären. Das war nicht der Fall. Davon ausgehend hat die OECD eben den Betriebsstättenbericht geschrieben, der aus 4 Teilen besteht. Brauche ich hier nicht vorzulesen. Sie sehen es über mir groß hingeschrieben. Was vielleicht interessant ist, die Vertreterbetriebsstätte, die war schon enthalten in dem Betriebsstättenbericht. Die kommt im Übrigen jetzt auch mal noch mal ganz neu auf die Tagesordnung der OECD bei der Frage, wie machen wir es denn eigentlich mit Betriebsstätten im Rahmen vom Aktionspunkt 7? Welche Gewinne kann ich einer Betriebsstätte zuordnen? Welche Gewinne kann ich dann auch gerade einer Vertreterbetriebsstätte zuordnen? Und da sind, das muss ich glaube ich sagen,
ganz erhebliche Unsicherheiten bei der internationalen Steueröffentlichkeit und auch bei der OECD. Also die Staaten werden sich nicht ganz leicht tun, sich darüber zu einigen. Was ebenfalls die OECD nicht bearbeitet hat, waren Bau- und Montagebetriebsstätten. Einfach deswegen, weil die Bau- und Montageindustrie, glaube ich, ein Lieblingskind der von Deutschland ist, dann auch noch von Österreich und dann auch eingeschränkt von Frankreich. Und die entsprechenden Interessengruppen sind zu spät an die OECD herangetreten und haben gesagt, wir brauchen hier auch Sonderregelungen, was der Sache nach aus meiner Sicht eigentlich richtig ist, haben wir auch unterstützt. Die OECD hatte damals aber gerade die großen Schwierigkeiten, dieses Papier überhaupt zu verabschieden. Riesenthema bei Banken und Versicherungen, das war eigentlich das Zentrum des Interesses der OECD und die hatte keine Lust, sämtliche Staatenvertreter, außer wie gesagt die Staaten, die ich gerade genannt habe, hatten keine Lust, jetzt nochmal ein Fass aufzumachen für diese Bau- und Montagebetriebsstätten. Dann haben wir auch noch für die Förderbetriebsstätten Regelungen getroffen, bei uns, traditionell, weil eine entsprechende Regelung zu Förderbetriebsstätten haben wir eben auch in dem Weihnachtserlass. Die Grundsätze für die Gewinnzurechnung bei Betriebsstätten sind eigentlich relativ schlicht. Hier wird versucht, die Betriebsstätte nach Möglichkeit in die gleiche Situation zu bringen wie eine Tochtergesellschaft, wie eine Enkelgesellschaft, wie ein anderes Konzernunternehmen und dazu die OECD-Grundsätze zu Verrechnungspreisen zu verwenden. Das führt natürlich dazu, dass ich Gewinnrealisationsvorgänge habe für innerbetriebliches Geschehen. Also da wird eine fiktive Veräußerung von meinetwegen dem Unternehmen an seine Betriebsstätte oder umgekehrt angenommen und entsprechende Gewinne realisiert. In Deutschland haben wir dafür partiell jedenfalls 4GS, ESTG, also gewisse Stundungsmöglichkeiten. Das war eigentlich die zentrale Zielrichtung der OECD-Gleichstellung zwischen der Betriebsstätte und dem selbstständigen Unternehmen der Tochtergesellschaft. Mein Rat an alle, die sich praktisch mit der Frage beschäftigen, ist es immer auch zu überprüfen, zu welchem Ergebnis käme man bei einer Tochtergesellschaft, zu welchem Ergebnis komme ich jetzt bei einer Betriebsstätte. Das sollte eigentlich einigermaßen ähnlich sein. So, damit ist das eigentliche Problem aber noch nicht erledigt, weil bei einem selbstständigen Unternehmen, da habe ich eine Bilanz. Bei einer Betriebsstätte habe ich zunächst mal überhaupt keine Bilanz. Das heißt, für die Betriebsstätte muss ich irgendetwas Bilanzähnliches überhaupt erstmal konstruieren. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe, die die OECD-Staaten in Paris damals unternommen haben. Wie mache ich das? Und das OECD-Mantra, so wird es immer mal häufig genannt, war eben Asset, Risk, Capital, basierend auf den Personalfunktionen. Und wenn ich dann Geschehen habe zwischen dem Unternehmen und seiner Betriebsstätte, dann sind das natürlich keine Transaktionen, weil zivilrechtliche Verträge sind nicht möglich, aber sogenannte Dealings werden angenommen, die auch zu ähnlichen Bedingungen bepreist werden müssen, wie es, als ob es Transaktionen eigentlich wären. Zweistufiges Verfahren. OECD-Mantra, hier kommt es nochmal, Personalfunktionen sind der Ausgangspunkt. Von diesen Personalfunktionen ausgehend ordne ich Wirtschaftsgüter, Vermögenswerte zu, stelle fest, was für Risiken von der Betriebsstätte verwaltet werden, die Betriebsstätte dann auch trägt. Und wenn sie diese Risiken hat, kriegt sie eben auch das entsprechende Kapital, das im Unternehmen vorhanden ist. Zweiter Schritt ist dann ganz einfach, wenn ich dann diese Konstruktion habe, einmal eine Betriebsstätte, die konstruiert ist wie eine Tochtergesellschaft, dann kann ich auf diese fiktive Tochtergesellschaft, auf diese Betriebsstätte die Grundsätze des Authorized Approach, der Guidelines der OECD entsprechend anwenden. Das sind die Schwierigkeiten, auf die ich Sie hier an der Stelle zunächst mal nur hinweisen möchte. Wir werden da bei den Fällen nicht drauf zu sprechen kommen. Die OECD hat einen Discussion Draft veröffentlicht, der sich beschäftigt mit dem Verhältnis von
Action Item 7 vom BEPS-Bericht und dem Authorized Approach. Da geht es im Wesentlichen auch um Fragen, wie verhält sich eigentlich der Authorized Approach zu der Anwendung von Artikel 9 und der entsprechenden Kommentierung in den OECD-Guidelines. Sie wissen wahrscheinlich, dass sich da durchaus einige Änderungen ergeben haben und da gibt es auch Überschneidungen mit der Betriebsstättenbesteuerung. Frage Prüfungsreihenfolge von Artikel 7 und Artikel 9. Brauche ich den Artikel 7 im Hinblick auf Vertreterbetriebsstätten eigentlich überhaupt noch, wenn ich über Artikel 9 auf das gleiche Ergebnis komme? Stellen sich eine ganze Menge rechtliche Fragen, weil unterschiedliche juristische Personen davon betroffen sein können. Also da ist noch einiges im Gange. Und wie ich aus anderen Veranstaltungen weiß, gibt es da auch ganz erhöhten Diskussionsbedarf seitens der Unternehmen, wie man eventuell aus einer Explosion der Zahl der Betriebsstättenfälle rauskommen kann. Die Zukunft wird es weisen. Ich denke, die OECD wird sich ein bisschen Zeit nehmen bis zum nächsten Jahr, um dann hierzu in irgendeiner Form zu Beschlüssen zu kommen. Das hat die deutsche Finanzverwaltung in Bezug auf die Betriebsstättenbesteuerung gemacht. Einmal den § 1 Absatz 5 geschaffen, die BSGAV und der letzte Schritt sind die Verwaltungsgrundsätze zur Betriebsstättengewinnaufteilung. Die sind in der Zwischenzeit von den Außensteuerreferatsleitern der Länder verabschiedet. Ich rechne damit, dass die im Dezember auch noch veröffentlicht werden, also eigentlich noch in meiner Dienstzeit. Dann habe ich dieses Projekt im Prinzip eigentlich beendet. Es ist ein großes Projekt. Sie können sich also auf 150 Schreibmaschinenseiten freuen. Die muss aber keiner vollständig lesen. Als Bettlektüre würde ich das nur empfehlen, wenn man dringend einschlafen möchte. Der besondere Teil beschäftigt sich eben mit Banken, mit Versicherungen, mit Bau und Montage und mit den Förderbetriebsstätten. Das sind Spezialregelungen, die eigentlich nur diejenigen Leute wirklich interessieren, die eben in diesen Spezialbranchen tätig sind. Die Verwaltungsgrundsätze teilen sich auf in den allgemeinen Teil, wie üblich. Jedes deutsche, normales deutsche Gesetz, angefangen mit dem BGB, fängt mit dem allgemeinen Teil an. Dem schließen wir uns auch an. Der besondere Teil beinhaltet auch die Spezialbetriebsstätten. Und was ein Spezialproblem ist, jetzt insbesondere für die nächste Übergangszeit, und damit werden wir uns vielleicht zum Teil auch beschäftigen, sind die Übergangsregelungen, die da drin sind, weil der Authorized Approach wird nicht von allen Ländern akzeptiert. Die UN hat ihn eigentlich abgelehnt. Und die Umsetzung in den einzelnen OECD-Mitgliedstaaten ist auch noch nicht so ganz einheitlich gelungen. Es wird also uns vorgeworfen, obwohl das Projekt aus dem letzten Jahrtausend stammt, die Bundesrepublik sei mal wieder vorgeprescht. Ich bin nicht der Meinung, wenn man das beschließt international, dann muss man dazu auch stehen und die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Übergangsregelungen. Einmal ist hier zu nennen die Randnummer 430, die in diesen Verwaltungsgrundsätzen drinsteht, wo man davon ausgeht, dass mit Staaten, die nicht OECD-Staaten sind, mit denen auch ein Abkommen nach alter Machart abgeschlossen worden ist, den Authorized Approach nicht folgen werden. Und da ist eben auch die Möglichkeit, auf der Ebene der Betriebsprüfung, ohne dass es in ein Verständigungsverfahren geht, zu Einigungen zu kommen, die eben Doppelbesteuerung von vornherein vermeiden, weil Verständigungsverfahren, das wissen Sie sicher genauso gut wie ich, hat die Bundesrepublik ausreichend. Dann, wenn es aufgrund der neuen Zuordnungsregeln, die es natürlich gibt im Rahmen der Verwaltungsgrundsätze und auch im Rahmen der BSGAV, wenn da anders zugeordnet werden muss, steht man ja immer vor der Frage, wie sieht das jetzt eigentlich aus, sind das Entstrickungstatbestände? Und dazu enthält die 456 Randnummer eben auch Möglichkeiten, hier zu Lösungen zu kommen, ohne die Steuerpflichtigen zu überfordern. Jo, jetzt kommen wir zu den Praxisfällen und dann kann ich mal gleich an den Herrn Gierlich übergeben. Danke, Herr Naumann. Auch von mir ein Grüß Gott. Wir haben vier Fälle für Sie vorbereitet, wo wir glauben, dass es relativ relevant sein wird in der Zukunft in Bezug auf die Betriebsstättenbesteuerung. Und wir fangen an mit der Gründung der Betriebsstätte, mit den Anfängen.
Wir gehen davon aus, dass wir hier die IAG haben. Es ist ein Unternehmen, das ist Sitz und Geschäftsleitung in Deutschland, unbestrittenerweise auch ansässig bei uns. Ja, und diese IAG, die hat jetzt ein Projekt. Es ist ein Engineering-Unternehmen und es findet sich ein Auftraggeber in den Niederlanden. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesem Projekt um? Dieses Projekt wird in Deutschland verhandelt, das wird in den Niederlanden verhandelt. Es gibt derzeitig noch keine Betriebsstätte in den Niederlanden. Aber das Problem natürlich an der ganzen Geschichte ist, es könnte mal eine Betriebsstätte sein. Jetzt zwar noch nicht, aber vielleicht in naher Zukunft. Es kann sein, dass es sich um eine allgemeine Betriebsstätte im Sinne von 5.1 handelt. Es könnte eine Bau- und Montagebetriebsstätte in 5.3 sein. Aus unserer Perspektive ändert sich daran nichts. Die Rechtsfolgen, die ich Ihnen jetzt darstellen möchte, sind unabhängig davon, welche Art der Betriebsstätte wir hätten. Und worum geht es? Es geht darum, dass diese geplante Betriebsstätte jetzt schon Kosten verursacht. Und Sie werden nachvollziehen können, dass der deutsche Fiskus an diesen Kosten wenig Interesse zeigt. Ich vermute, der niederländische Fiskus auch nicht so viel. Aber Sie warten ab, bis meine Lösung kommt. Dann haben Sie Interesse dran. Denn wir müssen uns überlegen, was sind die Überlegungen? Ich habe schon bereits erwähnt, dass die IAG ansässig ist in Deutschland. Des Weiteren müssen wir berücksichtigen, dass wir sowohl nach AO als auch nach DBA da eine Betriebsstätte in Niederlanden planen, noch nicht existent, aber wir planen es. Und wenn die dann mal existiert, dann ist klar, dass die Grundsätze von Artikel 7, also die neuen AOA-Grundsätze, Anwendung finden werden. Und dann müsste man nach diesen neuen Grundsätzen aufteilen. Und die Frage ist jetzt, ob diese neuen Grundsätze auch gelten für diese Vorlauf- oder Gründungskosten. Das ist die große Frage, die uns bewegt. Versuchen wir das historisch einmal zu beantworten. Können wir diese Kosten der Betriebsstätte bzw. der geplanten Betriebsstätte zuordnen? Der BfH hat in mehreren Urteilen sich relativ klar geäußert. Der BfH hat gesagt, wir haben exemplarisch mein Urteil aus 2014 herausgezogen, dass diese Kosten, diese Vorlauf- oder Gründungskosten, soweit sie veranlasst sind durch die geplante Betriebsstätte, dieser Betriebsstätte zuzuordnen sind. Das heißt, es interessiert uns überhaupt nicht, ob die Betriebsstätte existiert, ob sie nur geplant ist, ob sie dann tatsächlich auch zustande kommt. Das ist vollkommen uninteressant. Entscheidend ist dieser Veranlassungszusammenhang. Und deshalb, werter Kollege, würden wir Ihnen die Kosten rüberschieben in die Niederlande. Sie dürfen sie dann gerne nach nationalem Recht berücksichtigen. Wir würden sie negativ freistellen. Das ist nicht nur die Meinung des BfH, das ist auch die Meinung der Verwaltung, und zwar seit dem Weihnachtserlass 99. Da hat man sich bereits klar dazu geäußert. Es gibt in diesem Weihnachtserlass die Aussage mit den Akquisitionskosten, dass die im Stammhaus zu verbleiben sind. Aber das ist kein Widerspruch, weil es um das Veranlassungsprinzip geht. Also was durch die Betriebsstätte veranlasst ist, ist dem Ausland zuzuordnen und nicht in Deutschland zu berücksichtigen. Die Frage ist jetzt, ob sich an dieser Auffassung irgendetwas geändert hat durch den AOA. Wir haben in dem neuen Schreiben zum AOA eine entsprechende Textziffer formuliert, die Textziffer 66 und 67. Und hier ist es so, dass wir nicht einfach sagen können, wir können einer nicht existierenden Betriebsstätte einfach was zuordnen, weil wir glauben ja seit dem AOA an People Function. Und eine noch nicht existierende Betriebsstätte, da sind wir mit den Niederlanden konform, hat keine People Function. Infolgedessen können wir einer nicht existierenden Betriebsstätte mangels People Function auch keine Kosten zuordnen. Dann hat man aber darüber nachgedacht, ob das Veranlassungsprinzip des BfH wirklich tot ist. Und das wäre natürlich inakzeptabel gewesen, das oberste deutsche Steuergericht zu ignorieren. Deshalb lebt aus unserer Sicht das Veranlassungsprinzip weiter, nur in der Form, dass wir sagen, es besteht ja jetzt ein Veranlassungszusammenhang mit zukünftigen steuerfreien Betriebsstätteneinkünften, was wieder zum selben Ergebnis führt, dass die Kosten in Deutschland nicht zu berücksichtigen sind. Dann hat man sich aber besonnen und hat darüber nachgedacht,
ob da nicht noch irgendwelche Dealings im Raum stehen. Denn das Veranlassungsprinzip aus deutscher Sicht existiert für Bestehendes, für Zukünftiges oder für Vergangenes. Soll heißen, wenn ich ein Dealing habe, eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung zwischen dem übrigen Unternehmen und der zukünftigen Betriebsstätte, dann könnte ich ja diese Kosten diesem zukünftigen Dealing zuordnen. Und wenn das nachweisbar ist, dann sind die Kosten sehr wohl in Deutschland abzugsfähig. Aber es ist eine Frage des Nachweises. Dieser Kausalzusammenhang zwischen den Kosten und dem zukünftigen Dealing muss vorliegen. Nur dann wären die Kosten aus unserer Sicht in Deutschland abzugsfähig. Ich befürchte, Sie haben eine andere Auffassung. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Da verraten Sie, glaube ich, nicht zu viel, wenn Sie meinen, ich habe eine andere Auffassung. Sie lösen den Fall ja sozusagen unter den im Entwurf vorhandenen Verwaltungsgrundsätzen zur Betriebsstättengewinnaufteilung. Richtig ist meines Erachtens die Aussage in der Randziffer 66, dass ich einer Betriebsstätte vor ihrem Entstehen keine People Functions und damit auch keine Aufwendungen zuordnen kann. Herr Naumann, Sie haben ja gerade gesagt, das Schreiben hätte möglicherweise einschläfernde Wirkung und man bräuchte es nicht ganz lesen. Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass das sozusagen lesbarer wird und weniger einschläfernd. Lassen Sie die Randziffer 67 doch einfach weg. Nach dem Motto, weniger ist mehr. Zu spät. Die Randziffer 67, die macht jetzt aus meiner Sicht so eine Rolle rückwärts. Wir haben ja mit dem AOA, der Selbstständigkeitsfiktion der Betriebsstätten, ein neues Konzept, neue Rechtsgrundlagen. Und trotzdem wird jetzt sozusagen hier weiter auf das Veranlassungsprinzip und die dazu ergangene BfH-Rechtsprechung verwiesen. Meines Erachtens ist eben der AOA ein neues Konzept, neue Rechtsgrundlagen. Und wenn das Veranlassungsprinzip derartig bedeutend gewesen wäre, dann hätte man ja sozusagen das Wort auch in den 1 Absatz 5 AStG reinschreiben können. Diese Auffassung wird meines Erachtens auch bestätigt durch weitere nationale einschlägige Normen. Also die Auffassung, dass ich einer nicht entstandenen Betriebsstätte nichts zuordnen kann. Der 34d Satz 1 Nummer 2a EStG, also die Regelung zu ausländischen Einkünften, verlangt, dass bei Einkünften aus Gewerbebetrieb eine im Ausland belegene Betriebsstätte gegeben ist. Und auch der 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, also die Regelung zur beschränkten Steuerpflicht, verlangt, dass im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Also beide Normen setzen im Grunde die Existenz einer Betriebsstätte voraus. Ist diese nicht gegeben, kann ich dieser auch keine Aufwendungen zuordnen und muss auch nicht ein entsprechendes Dealing nachweisen. Meines Erachtens ist diese Auffassung auch konsequent, wenn man sozusagen den Kapitalgesellschaftsfall ansieht. Herr Naumann, Sie hatten ja gerade gesagt, es sollte zu einigermaßen ähnlichen Ergebnissen kommen. Wenn ich eine deutsche Kapitalgesellschaft bin und will eine ausländische gründen und es scheitert dann und habe dafür Aufwendungen, dann würde man vermutlich nicht auf die Idee kommen, diese Aufwendungen aus der deutschen Besteuerungssphäre auszuscheiden. Und ich meine, das Ergebnis ist auch konsequent mit Blick auf die Niederlassungsfreiheit. Wenn man sich vorstellt, sozusagen, ich habe jetzt einen rein deutschen Fall, also ein Münchner Unternehmen gründet eine Betriebsstätte in Hamburg oder will eine gründen, das scheitert, ich habe Aufwendungen, auch dann würde man nicht auf die Idee kommen, diese Aufwendungen nicht zum Abzug zuzulassen. So, dann darf ich Sie jetzt mit dem zweiten Praxisfall beglücken. In unserem zweiten Fall, den wir vorstellen möchten, geht es um Betriebsstätten ohne Personalfunktion. Wir haben folgendes Beispiel tatsächlich auch in der Praxis zu beurteilen. Die EAG, ein inländischer Energieversorger, gründet eine WAB, eine Gesellschaft in Schweden, und die Geschäftsführung übernimmt ein Mitarbeiter der EAG gegen eine geringe monatliche Vergütung, der ansonsten in der EAG selber tätig ist. Ansonsten werden keine weiteren Mitarbeiter in dieser WAB beschäftigt. Die Gesellschaft verfügt auch in Schweden über keinerlei Büroräume. Die Verwaltung erfolgt durch diesen Vorstand am Unternehmensstandort in Deutschland.
Nach Durchführung von Vorplanungen und eines umfangreichen Genehmigungsverfahrens trifft dieser Vorstand in 2014 die Entscheidung, ein Grundstück in Schweden zu pachten und einen projektierten Windpark darauf errichten zu lassen. Wenn wir jetzt uns die Besteuerungssituation ansehen, müssen wir zuerst in Betracht ziehen, wie werden die Leistungen erbracht. Und diese Leistungen werden alle als Planungsleistungen von verbundenen und Unternehmen der EAG eingekauft. Die Herstellung und Bauüberwachung erfolgt durch fremde Dritte in Schweden. Insgesamt war der Vorstand nur an 5 Tagen vor Ort an diesem Windpark anwesend. Alle notwendigen Arbeiten in Schweden werden durch externe Dienstleister erbracht. Die Gesamtherstellungskosten betragen 60 Millionen. Im ersten Jahr kommt ein Verlust zustande in 2015, aber bereits in 2016 zeichnen sich positive Ergebnisse durch die Einspeisevergütung des schwedischen Netzbetreibers ab. Wenn wir zuerst die nationale Brille aufsetzen, haben wir eine schwedische Gesellschaft, die aufgrund ihrer Geschäftsleitung im Inland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Dem entspricht auch die Wertung im DBA. Bei der Ansässigkeitsklärung wechselt sozusagen die Ansässigkeit über den Artikel 4 Absatz 3 nach Deutschland an den Ort der Geschäftsleitung. Jetzt handelt es sich im Ergebnis um eine im Inland ansässige Gesellschaft, die eine ausländische Windkraftanlage errichten lässt und betreiben lässt. Wir haben also den Bereich der Unternehmenseinkünfte, Artikel 7. Wir haben unzweifelhaft in Schweden eine Betriebsstätte über diesen örtlichen Anknüpfungspunkt. Und wir müssen in der Folge dann nach dem alten Artikel 7, der im DBA mit Schweden vereinbart ist, diesen Unternehmensgewinn zwischen den beiden beteiligten Staaten aufteilen. Für die Aufteilung haben wir ja, wie wir gerade gehört haben, die Grundsätze des AOA in das nationale Recht implementiert über den 1 Absatz 5 ASTG mit einem eingeschränkten Treaty Override und der Betriebsstätten Gewinnaufteilungsverordnung aus 2014. Beide Vorschriften sind für unseren zu betrachtenden Veranlagungszeitraum also anwendbar. Wir gehen die Schritte durch: Feststellung, Zuordnung der maßgeblichen Personalfunktionen, danach Zuordnung der Vermögensgegenstände und im Anschluss Zuordnung eventuell tatsächlich getätigter Geschäftsvorfälle und unter Umständen notwendiger Dealings anzunehmende schuldrechtliche Beziehung formuliert der deutsche Gesetzgeber für diesen Vorgang. In Punkt 1 sehen wir jetzt die Personalfunktion des Vorstands, der nahezu ausschließlich in Deutschland tätig wird. In Schweden selbst gibt es keine Personalfunktion, die durch eigenes Personal der Kapitalgesellschaft bewirkt wird. Und die BSGAV betrachtet ja dieses eigene Personal ausschließlich. Die Vermögensgegenstände werden entsprechend zugeordnet. Im Ergebnis heißt es, das bewegliche Anlagevermögen kommt zur deutschen Betriebsstätte und dann in der Folge auch der tatsächlich getätigte Geschäftsverfall, das heißt der Vertrag und die entsprechenden Einnahmen daraus mit dem schwedischen Netzbetreiber. Wenn man die Situation aufgrund des OECD-Betriebsstättenberichtes betrachten, dann deckt sich das mit Text Ziffer 66 des OECD-Betriebsstättenberichtes und wurde auch ursprünglich in der Randnummer 49 des Entwurfs der Verwaltungsgrundsätze zur Betriebsstättengewinnaufteilung behandelt, mit demselben Ergebnis, dass dieser ausländischen Betriebsstätte nur kein oder allenfalls ein ganz kleiner Gewinn zuzuordnen ist. Diese Texte von 49 wurde jetzt im Rahmen der letzten Beratungen eliminiert. Wir haben also jetzt keine weitere Handreichung der Verwaltung zu diesem Fall. Es gibt eine weitere Fundstelle in dem Betriebsstättenbericht, Texte von 49,
5, Vers 70, die beschäftigt sich mit der Zuordnung materieller Wirtschaftsgüter. Da wird aber in der Hauptsache auf diese Textziffer 66 des OECD-Berichts verwiesen und nur das Problem dargestellt, ohne eigentliche Erklärung zuzuführen. Die nationale Regelung, wie vorher gehört, ist abkommensüberschreitend im Grundsatz. Jetzt heißt es, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wenn sich Schweden die Lösung unseres Falles anders vorstellt, wie wir mit der Situation umgehen. Da es sich bei Schweden um einen OECD-Staat handelt, haben wir keine automatische Escape-Möglichkeit über den § 1 Absatz 5 Satz 8. Das heißt, auch in diesem Fall müsste es die Lösung über ein Konsultations- oder Verständigungsverfahren erfolgen. Wenn wir jetzt einfach zur Abrundung des gesamten Bildes den Fall einfach mal umdrehen, was bei so einer Folie relativ einfach möglich ist, dann sieht man sehr schön, dass natürlich im umgekehrten Fall auch Deutschland nur noch wenig Besteuerungssubstrat in dieser Situation übrig bleiben würde. Also wenig bis gar nichts. Und wenn man dann gleichzeitig nochmal sieht, dass diese Situation auch die Gemeinden, die den Windpark sozusagen zu schultern hatten als Anlage auf ihrem Gemeindegebiet, bei der Gewerbesteuer diese Situation nicht vermittelt werden konnte und man da im ESTG sozusagen hier nachgezogen hat, um andere Aufteilungsmaßstäbe als die ursprünglichen für die Gewerbesteuer einzuführen, dann ist die Frage, die sich tatsächlich stellt, ob sich dieser Ansatz international durchhalten lässt. Herr Engelke. Ja, ich stimme Ihnen völlig zu. Die Lösung von dem Fall ist für mich einerseits nachvollziehbar, gleichwohl unbefriedigend. Man sieht eben, dass hier mit der Zuordnung oder Nichtzuordnung von Personal beim AOA hohes Gestaltungsvolumen besteht. Und dieses Problem stellt sich jetzt vielleicht nicht nur bei Windparks, sondern im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung kann es ja viele Branchen betreffen, dass man eben Betriebsstätten ohne Personal unterhält. Ich stimme Ihnen auch zu, dass zweifelhaft ist, ob diese Lösung international durchsetzbar wäre, gerade wenn man sich vielleicht vorstellt, dass der Windpark in Bayern steht und der Geschäftsführer in Irland sitzt. Ich habe daher nach Möglichkeiten gesucht, zu einem anderen Ergebnis zu kommen und möchte einen Gedanken sozusagen in die Diskussion einbringen. Ich habe mich gefragt, ob die Escape-Klausel im § 1 Absatz 5 Satz 2 AStG greifen könnte. In 1 Absatz 5 AStG ist ja normiert, dass grundsätzlich der AOA zur Anwendung kommt. Und dann, ich zitiere, es sei denn, die Zugehörigkeit der Betriebsstätte zum Unternehmen erfordert eine andere Behandlung. Wir haben jetzt hier eine personallose Betriebsstätte. Ein personalloses Unternehmen ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Insofern gerät der AOA hier bei Personallosigkeit vielleicht auch an seine Grenzen. Frage für mich ist dann, was gilt dann, also wenn der AOA nicht zur Anwendung kommt, was würde dann gelten? Würde dann das Recht von früher gelten? Würde man aufs Veranlassungsprinzip zurückgreifen? Würde man möglicherweise auf BfH-Rechtsprechung zurückgreifen, wie das Pipeline-Urteil, wo auf das Gesamtbild der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse abgestellt wird? Die Fragen sind für mich offen. Das soll im Grunde eine Diskussionsanregung sein. Was aber meines Erachtens gegeben oder gemacht werden müsste, ist, dass man mehr Rechtssicherheit schafft. Was zur Anwendung kommt, wenn der AOA nicht zur Anwendung kommt, also wenn die Escape-Klausel greifen würde? Ja, vielleicht darf ich da kurz was dazu sagen. Diese Textziffer 49 ist gestrichen worden, deswegen, weil die Bundesländer sich vorbehalten haben, über diese Fälle nochmal genauer nachzudenken. Und zwar deswegen, weil es handelt sich sowohl um Inbound-Fälle als um Outbound-Fälle. Und wie das hier schon dargestellt worden ist, sind die Ergebnisse ja im Inbound-Fall und im Outbound-Fall die gleichen und vielleicht nicht befriedigend. Aber an irgendeiner Stelle muss sich natürlich der deutsche Gesetzgeber dazu entschließen, wie er die Fälle einheitlich löst.
Also ich kann sicher nicht sagen, wenn die Betriebsstätte im Inland ist, dann möchte ich das gerne besteuern. Wenn sie im Ausland ist, dann soll aber der andere Staat nicht besteuern dürfen. Also ich glaube, das ist international nicht haltbar. Von daher, da wird es wohl noch eine Arbeitsgruppe geben, die sich genauere Gedanken darüber machen wird. Und vielleicht wird es dann auch nochmal zu einer Änderung partiell, ist ja nur wirklich ein relativ kleiner Bereich der WSGAV, da kommen. Also das kann man nicht ausschließen, muss man die weitere Entwicklung abwarten. So, lassen Sie uns nach dieser personallosen Betriebsstätte wieder zu einer Betriebsstätte kommen, wo ein bisschen mehr Menschen rumspringen. Auch für diesen Sachverhalt haben wir ein Land ausgewählt, das nach unserem Verständnis den AOA umsetzt, nämlich Großbritannien. Und wir gehen diesmal davon aus, dass das Mutterhaus in Großbritannien sitzt, Sitz und Geschäftsleitung sind dort. Aber wir hatten ja heute schon mal das Brexit-Thema. Man muss vorbauen und deshalb hat unser britisches Unternehmen schon mal sicherheitshalber eine Produktionsbetriebsstätte in Deutschland aufgemacht. So, lassen Sie uns jetzt diese Produktionsbetriebsstätte etwas genauer untersuchen. Diese Produktionsbetriebsstätte, die hat einiges an Personal, die hat Produktionsmittel und, wie es halt so ist in der Industrie, man kann nicht alles aus den liquiden Mitteln finanzieren, ein Teil davon ist fremdfinanziert. So, das sind die Fakten unseres Falls und wir gehen jetzt mal tiefer rein, wie wir diesen Fall aufrollen. Wir haben hier einen Fall zugrunde gelegt, wie uns die Firma das wirklich so präsentiert hat. Denn wie ist es denn bisher gelaufen? Bisher haben wir mit viel Glück die Bilanz aus dem Vereinigten Königreich bekommen. Aber was wir auf jeden Fall bekommen haben, war irgendeine Steuerbilanz für die deutsche Betriebsstätte. Nicht zwingend die Handelsbilanz. Wir gehen in diesem Fall nicht davon aus, dass das die Handelsbilanz ist, sondern das Unternehmen hat sich gedacht, naja, die Wirtschaftsgüter, das ist ungefähr ein Drittel aller Wirtschaftsgüter des Gesamtunternehmens. Also ist alles, was in dem Unternehmen drin ist in Großbritannien, zu einem Drittel in dieser Betriebsstättenbilanz zu bilanzieren. Das erscheint auf den ersten Moment auch logisch. Problem an der Sache ist nur, dass die Buchwerte und die gemeine Werte der Produktionsanlagen differenziert zu sehen sind und dass wir eigentlich sagen können, dass von diesen Rückstellungen nur 400 tatsächlich verursacht sind durch die Betriebsstätte. Wie gesagt, in der Vergangenheit gab es keine exakten Regeln zu der Frage Dotationskapital, übrige Passivposten, aber mit dem AOA haben wir uns auch die Mühe gemacht, genau zu regeln, manche sagen zu detailverliebt, aber genau zu regeln, wie wir das jetzt mit dem Dotationskapital und den übrigen Passivposten handeln wollen. Ja, behalten Sie im Hinterkopf, 1500 war das Darlehen, das wir für die Produktionsanlage aufgenommen haben. Darauf komme ich nachher nochmal. Fangen wir aber systematisch an und das heißt erstmal bei der Frage, hat Deutschland überhaupt ein Besteuerungsrecht? Das können wir guten Gewissens bejahen. Denn diese Produktionsanlage stellt eine Betriebsstelle in Deutschland dar. Wir haben eine beschränkte Körperschaftssteuerpflicht, löst auch entsprechende Gewerbesteuer aus. An dieser Stelle spielt der AOA noch überhaupt keine Rolle. Wir würden das mit der direkten Methode auch im Bereich der Gewerbesteuer machen. Aber wir reden von Großbritannien, wir reden von einem Land, mit dem wir ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben. Und das heißt, wir müssen untersuchen, was sagt uns das DBA. Und das DBA sagt uns, ja, aus DBA-Sicht ist es eine Betriebsstätte. Und jetzt kommt wieder Artikel 7 zum Zug, der sagt, wir müssen den Gewinn aufteilen. Aufteilen irgendwie zwischen Großbritannien und Deutschland. Und das heißt im Zeitalter von AOA, wir müssen mehrere Steps durchführen, um exakt sagen zu können, wie hoch der zuzurechnende Gewinn ist. Und nachdem Großbritannien ein OECD-Staat ist und auch im nationalen Recht den AO implementiert hat, sind wir guten Mutes, dass wir das alles über die sogenannten People Function diesmal lösen können. Ja, was heißt das in der konkreten Umsetzung? Weil das war das große Problem dieser Firma hier, die gesagt hat, naja, wir haben es bis jetzt immer so mal lalala gemacht, der Prüfer hat einen Haken hingemacht, aber was machen wir jetzt mit den detaillierten Vorschriften? Denn jede Betriebsstätte hat eine Hilfs- und Nebenrechnung zu erstellen. Und das ist nun mal keine echte Bilanz. Es ist nur an die Bilanzgrundsätze angelehnt. Das werden Sie jetzt gleich sehen. Denn wir haben hier insgesamt vier Steps. Wir wollen nicht übertreiben. Ja, bis jetzt sehen Sie die Hilfs- und Nebenrechnung noch leer. Aber im ersten Step,
fragen wir uns bereits, wie sieht es mit dem People Function aus? Also wo sind die das Personal des Unternehmens und welche Funktion übt das in Deutschland aus? Das verursacht unmittelbar noch nichts für die Betriebsstätte, aber das ist der Zuordnungsmaßstab für alles, was jetzt kommt. Und was kommt? Naja, unsere Produktionsanlagen. Die können wir der deutschen Betriebsstätte zuordnen, nämlich dann, wenn sie in Deutschland angeschafft wurde, in Deutschland genutzt wird, da besteht überhaupt kein Zweifel. Wenn der Anschaffungsvorgang und der Nutzungsvorgang divergiert, dann ist darauf abzustellen, was die maßgebliche Personalfunktion ist. Und Hilfs- und Nebenrechnung heißt für uns nicht, dass Sie da einfach einen Tee aufmalen, irgendwelche Zahlen reinfügen und das dann ins Finanzamt schicken, sondern das heißt umfangreiche Dokumentation. Es muss also ersichtlich sein, aufgrund welcher Überlegungen ist diese Produktionsanlage jetzt der deutschen Produktionsbetriebsstätte zuzuordnen. Nur als Hinweis, für immaterielle Werte würden wir das natürlich entsprechend sehen. Maßgebend wäre hier vor allem dieser Beschaffungsvorgang oder der Erschaffungsvorgang. Ja, wenn wir das also mal erledigt haben, dann können wir guten Gewissens in dem Fall unsere Produktionsanlage zu Anschaffungskosten in diese Hilfs- und Nebenrechnung aufnehmen. Aber da ist ja noch Platz. Und damit kommen wir zu Step 3, ein ganz spannendes Thema, Dotationskapital. Wir hatten ja bisher in Deutschland nicht wirklich Regelungen dafür. Es gab diese Kapitalspiegelmethode, die der BfH nicht ganz so witzig fand, deshalb offiziell nicht angewandt wurde. Aber diese Idee, die hinter der Kapitalspiegelmethode stand, die haben wir auf OECD-Ebene aufgegriffen und haben sie optimiert, wie wir meinen, rechtskonform optimiert, hin zur Kapitalaufteilungsmethode. Und was heißt jetzt Kapitalaufteilungsmethode? Das heißt, dass wir in einem ersten Step uns die britische Bilanz anschauen und das Kapital des britischen Unternehmens umrechnen in deutsches Kapital. Sprich, sobald die Bilanzpositionen in Großbritannien von denen in Deutschland divergieren, sei es von den Abschreibungsregeln, sei es von der Höhe der Anschaffungskosten, von der Bewertung der Rückstellung, wäre das umzurechnen. Soweit die Divergenz der nationalen Bilanzrechte nicht allzu groß ist, kann man sicher auch auf das Kapital aus Großbritannien zurückgreifen. In einem zweiten Step würden wir uns fragen, wie sind die gemeinen Werte, die Fremdvergleichswerte der gesamten Wirtschaftsgüter der britischen Gesellschaft und wie viel von diesen Wirtschaftsgütern sind über People Function Deutschland zugeordnet gewesen. Und im Verhältnis dieser Fremdverkehrswerte und nicht im Verhältnis der Buchwerte würden wir zuordnen. Soweit die Fremdvergleichswerte und die Buchwerte einigermaßen gleich sind, kann man sicher aus Vereinfachungsgründen auf die Buchwerte zugreifen. Nur das wäre entsprechend wieder zu dokumentieren. Also Sie sehen, viel Papier. Und damit sind wir aber bei den Regeln der Kapitalaufteilungsmethode nicht am Ende. Es gibt zwei weitere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Soweit eine deutsche Handelsbilanz existiert, ist das das Mindestkapital, von dem wir ausgehen. Und sollten die ganzen Dotationskapitalsvorschriften bei einem Konzern dazu führen, dass unsere deutsche Betriebsstätte immer noch irgendwie Verluste macht, dann besteht die Möglichkeit, mithilfe dieser Unterkapitalisierungsrichtlinien auf andere Überlegungen zurückzugreifen. Das ist also eine Escape-Klausel, diesmal zugunsten der Finanzverwaltung. Uns ist klar, dass diese Regelungen nicht perfekt sind. Und man kann ja dem einschlägigen Schrifttum auch entnehmen, dass das angeblich nicht fremdvergleichskonform ist. Wir glauben aber, dass genau das, was wir hier haben, sehr wohl den Fremdvergleichsgrundsätzen entspricht. Denn auch ein fremder Dritter würde die Betriebsstätte entsprechend den zugeordneten Vermögenswerten ausstatten. Das heißt, für unseren konkreten Fall würden wir jetzt auf ein Eigenkapital im Verhältnis von 1/4 kommen, sprich, wir würden ein Dotationskapital von 500 ausweisen. Am Rande erwähnt, wir haben nur die Fremdvergleichswerte als Aufteilungsmaßstab zugrunde gelegt. Chancen und Risiken habe ich aus Vereinfachungsgründen hier weggelassen. Ja, dann kommen wir zu Step 4. Step 4 heißt erst einmal, dass wir uneingeschränkt dieser Betriebsstätte auch die Rückstellungen zuordnen. Das wäre in unserem Fall genau 400. Dann würden wir an sich kommen und sagen, die direkt zuordnbaren Schulden, Sie erinnern sich an die 1500, die ordnen wir jetzt auch dieser Betriebsstätte zu. Kleines Problem am Rande, damit würde die Hilfs- und Nebenrechnung nicht aufgehen. Darüber müssen wir also jetzt noch einmal nachdenken. Und
Das heißt, am Ende des Tages, obwohl 1500 Schulden tatsächlich angefallen sind für die Anschaffung der Produktionsanlagen, können sie nicht berücksichtigt werden, weil die Schulden sozusagen der Lückenfüller sind. Und nachdem wir nur noch 1100 offen haben, wären entsprechend auch nur 1100 Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Und dieser Vorgang führt dazu, dass wir jedes Jahr erneut das Dotationskapital und die Schulden zu bestimmen haben. Und da haben wir die große Divergenz zu einer Bilanz. Diese Bilanzkontinuität, dass wir so Bilanz fortschreiben, das gibt es nicht bei der Hilfs- und Nebenrechnung. Die Hilfs- und Nebenrechnung ist eben nicht eine Bilanz, sondern sie ist eine Dokumentationsregelung für den Zweck einer Zurechnung von Gewinn zu der Betriebsstätte. Und ich gehe davon aus, Herr Engelke, nicht alles, was ich gesagt habe, findet Ihre Zustimmung. Ja, ich habe dazu ein paar kleinere und eine größere Anmerkung. Die kleineren Anmerkungen, mit denen starte ich mal. Vom Grundsatz her verstehe ich, was Sie machen. Es gibt im 12 BSGAV leider keine Regelung, also keine Öffnungsklausel, das Dotationskapital zu reduzieren. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass man die 1500 sozusagen Schulden berücksichtigt und das Dotationskapital dann hier noch 100 wäre. Diese Öffnungsklausel gibt es nicht. Es gibt eine Öffnungsklausel im 15 Absatz 3 Satz 3 BSGAV, die ist aber hier nicht einschlägig, weil die indirekt zuordnenbare Schulden und nicht hier sozusagen funktional eindeutig zuordnenbare Schulden betrifft. Und eine weitere kleinere Anmerkung, die jetzt sozusagen hier aber nicht ergebnisrelevant ist. Sie teilen jetzt hier nach dem Verhältnis der gemeinen Werte der Vermögensgegenstände auf und in § 12 BSGAV steht aber, dass auch Chancen und Risiken sozusagen und Vermögenswerte zu berücksichtigen sind. Wenn man das hier aber durchrechnet, führt es zum selben Ergebnis. Meine größere Anmerkung ist, dass sozusagen hier jetzt bei konsequenter Anwendung der BSGAV ja ein Ergebnis resultiert, das zumindest meines Erachtens offensichtlich dem Fremdvergleich widerspricht. Man hat jetzt sozusagen funktional eindeutig der deutschen Betriebsstätte zuordnenbare Schulden. Diese finden aber zumindest hier teilweise samt eben der dazugehörigen Zinsen keine Berücksichtigung und finden auch im Ausland keine Berücksichtigung. Also wir haben ja Zinsaufwand im steuerlichen Niemandsland. Und was ich hinterfragen will, ist, ob diese Normen der BSGAV, also der 14 und 15, überhaupt von der Ermächtigungsverordnung des 1 Absatz 6 AStG gedeckt sind. Der übergeordnete Wille des Gesetzgebers ist ja, den Fremdvergleich herzustellen. Jetzt werden aber durch Regelungen in der BSGAV sozusagen wird ein Ergebnis kreiert, das zumindest meines Erachtens dem Fremdvergleich widerspricht. Und da habe ich Zweifel, ob das von der Ermächtigungsnorm von 1 Absatz 6 AStG abgedeckt ist. Könnten was zu sagen. Gut, dann darf ich Sie mit dem vierten kleinen Praxisfall sozusagen noch konfrontieren, der allerdings, glaube ich, einer der unproblematischeren in diesem Teil ist. Und zwar haben wir folgenden Sachverhalt. Wir haben in Deutschland einen Einzelunternehmer A, der betreibt ein mittelständisches Zulieferunternehmen des Bauhauptgewerbes. Am Unternehmensstandort in Deutschland werden Produkte entwickelt, hergestellt und vertrieben. Grundsätzlich sind alle Zentralfunktionen in Deutschland angesiedelt, also ein einheitliches, kleines, nettes Unternehmen. Den Bereich Vertrieb und damit in Zusammenhang stehenden Serviceleistungen hat er in der deutsche GmbH ausgegliedert, die logischerweise natürlich als notwendiges Betriebsvermögen im Einzelunternehmen behandelt wird. Er hat irgendwann mal investiert aus seinen thesaurierten Mitteln und hat eine kleine Beteiligung gekauft an der XAG und wir werden sehen, die allerdings im Laufe der Zeit dann doch sehr wertvoll wurde. Die hat er auch in seinem Unternehmensvermögen mit drin, diesmal als gewickeltes Betriebsvermögen. Die Verwaltung dieser Beteiligung erfolgt seit Anfang 2015 durch einen Mitarbeiter, der die Geschäftszahlen überwacht, an den notwendigen Gesellschafterversammlungen teilnimmt. Die Entscheidung über Fortführung der Investition oder über einen eventuellen Verkauf hat sich allerdings der A selber vorbehalten.
Die Anschaffungskosten sollen 1,5 Millionen betragen haben und Sie sehen, eine hohe Wertsteigerung bis zum 31.12.2015 ist eingetreten. Jetzt hat der A einen sehnlichen Wunsch, sich nach Italien sozusagen zu bewegen, endgültig seinem Einzelunternehmen den Rücken zu kehren, die Mitarbeiter dort weiterzumachen zu lassen und er verbringt seine weiteren Tage in Italien. Er plant also seinen Wegzug und dazu sieht er natürlich die Gefahr, dass wir die Beteiligung eventuell entstricken möchten und möchte deshalb über beide Beteiligungen von uns die Frage beantwortet haben, ob wir diese beiden Beteiligungen weiterhin als Betriebsstättenvermögen seiner dann im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterhaltenen Betriebsstätte ansehen wollen. Wenn wir das nationale Recht befragen, ja, nach Wegzug und unter Beibehaltung seiner Aktivität in Deutschland hat der A weiterhin deutsche Betriebsstätteneinkünfte, die wir auch nach Abkommensrecht problemlos bei uns erfassen können. Die Frage, die sich allerdings weiter stellt, ist, ob dieses Besteuerungsrecht auch die Einkünfte, insbesondere die stillen Reserven, aus diesen beiden Beteiligungen mit erfasst. Wenn wir uns die Frage für die DGmbH stellen, glaube ich, kommt man zu einer relativ unproblematischen und eindeutigen Antwort. Grundsätzlich wären zwar die Dividendeneinkünfte nach Artikel 10 DBA Italien, allerdings wir müssen den Betriebsstättenvorbehalt prüfen zugunsten Deutschlands. Und die Frage, hat sich hier etwas durch den AOA, durch den Betriebsstättenbericht verändert? Grundsätzlich ja. Man hat eine Kommentierung eingefügt, die vorher nicht da war, im OECD-Musterkommentar. Der verweist nämlich jetzt direkt bei den Betriebsstättenvorbehalten auf diesen Begriff der wirtschaftlichen Verbindung im Rahmen des Betriebsstättenberichts. Und wenn man die Auslegung Deutschlands über die BSGAV uns hierzu anschauen, sehen wir, auch wir haben die funktionale Bedeutung dieser Beteiligung weiterhin als erstes Entscheidungskriterium für die Zuordnung. Somit können wir hier zu dem Ergebnis kommen, auch nach Wegzug kann die GmbH weiterhin Betriebsstättenvermögen der deutschen Betriebsstätte bleiben. Der Steuerpflichtige ist nicht von einer Auflösung der stillen Reserven durch Entstrickung gefährdet. Wenn wir uns die zweite Beteiligung anschauen, wird natürlich die Entscheidung wesentlich schwieriger. Hier handelt es sich um eine reine Vermögensbeteiligung, die national als Betriebsstättenvermögen, als Betriebsvermögen betrachtet werden kann und somit zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt. Aber fraglich natürlich auch wieder die Zuordnung zum aufzuteilenden Unternehmensvermögen im Sinn des Artikel 7 DBA Italien. Diese Zuordnung kann grundsätzlich bejaht werden. Es ist allerdings zu prüfen, ob die tatsächliche Zugehörigkeit in der Frage einer wirtschaftlichen Zuordnung zu der deutschen Betriebsstätte weiterhin gegeben ist. Und ob folglich sozusagen eben auch hier die Einkünfte erfasst werden. Diese Beteiligung ist nicht in Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit der Betriebsstätte zu sehen. Das heißt also, die erste Möglichkeit in 7 Absatz 1 greift hier nicht. Deswegen könnte man die 7 Absatz 2 BSGAV noch prüfen, nämlich die Frage, ob über die Personalfunktion eine Zuordnung erreicht werden kann. Und da bieten wieder die Verwaltungsgrundsätze BSGA weitere Hinweise. Abgestellt wird auf die Frage, wer hat denn die Entscheidung über Veräußerung, über Risikosteuerung, über Anschaffung und woher kommen die Mittel für diese Beteiligung? Sie wurde zwar aus Mitteln des Einzelunternehmens finanziert, aber das Einzige, was unseres Erachtens hier im Nachfeld nur zählt, ist die Frage der Weiterführung der Investition oder deren Veräußerung. Und die hat sich der A vorbehalten und entsprechend
würden wir hier keine Zuordnung mehr zur deutschen Betriebsstätte sehen, sondern zu dem A mit Besteuerungsrecht für Italien, und ein Wechsel des Besteuerungsrechts würde auch einen Entstückungstatbestand an dieser Stelle auslösen. Herr Ilken. Ja, der Fall ist aus meiner Sicht richtig gelöst. Ich würde zum selben Ergebnis kommen. Paar Wiederholungen. Der Betriebsstättenvorbehalt ist meines Erachtens auch auf der Grundlage des AOA zu prüfen. Das heißt, wenn der AOA sagt, etwas gehört zur Betriebsstätte, dann ist der Betriebsstättenvorbehalt auch erfüllt. Nach 7 BSGAV kommt es zuallererst auf die funktionale Zuordnung an. Also die Personalfunktionen spielen eigentlich nur dann eine Rolle, wenn die funktionale Zuordnung nicht entscheidend ist. Und hier kann man jetzt natürlich trefflich diskutieren, bei dem Streubesitz, den Anteilen an der XAG, ob jetzt hier sozusagen die Möglichkeit, die Veräußerung zu bestimmen, die entscheidende Personalfunktion ist. Ich denke aber, das kann man so vertreten. Danke. Meine Damen und Herren, ein langer Weg bis zu 4 kleinen Fällen, über die wir jetzt gemeinsam diskutieren wollen. Ich darf Sie bitten, Ihre Wortmeldungen anzuzeigen. Hier ist gleich die erste. Bitte ein Mikro hierüber. Danke. Ja. Mein Name ist Kraft, Universität Halle und PwC. Ich hätte zu Fall 1 und zu Fall 3 eine kurze Nachfrage. Und zwar, Sie hatten das angedeutet, Herr Gierlich, bei gescheiterten Betriebsstättengründungen, respektive die Entscheidung aus 2014, hatten Sie, glaube ich, nochmal angeführt. Da ist ja auch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ein bisschen uneinheitlich. Also bei Due Diligence-Kosten für Kapitalgesellschaftserwerbe oder für Beteiligungserwerbe gewährt er den Abzug, ja? Wohingegen bei gescheiterten Betriebsstättenbegründungen der Abzug im steuerlichen Niemandsland verschwindet. Ja? Jetzt wäre meine Frage, wenn man die Betriebsstätte mit der Kapitalgesellschaft so eng vergleicht, irrt sich dann der BFH oder irren Sie sich in Ihrer Lösung? Das wäre der erste Teil. Und der zweite Teil ist, das war, glaube ich, Fall 3, den hatten auch Sie, glaube ich, vorgestellt. Der Grundsatz der Finanzierungsfreiheit ist, glaube ich, im Steuerrecht allgemein anerkannt. Zumindest der Bundesfinanzhof hängt dem an. Jetzt frage ich mich, wie sich Ihre Lösung im Fall 3, bei der Herr Engelke hatte das, glaube ich, gesagt, 400 Geldeinheiten auch wieder im steuerlichen Niemandsland verschwinden. Ja? Wie verträgt sich diese Lösung mit dem Grundsatz der Finanzierungsfreiheit? Gilt er da nicht mehr oder habe ich da was übersehen? Danke. Herr Kraft, Sie haben natürlich selbstverständlich nichts übersehen. Aber zur ersten Frage. Es geht ja um das Thema gescheiterte Betriebsstätte und die Kosten. Unser Anspruch ist an sich, dass die Betriebsstätte der Kapitalgesellschaft so weit wie möglich gleichgestellt wird. Wir kommen natürlich bei bestimmten Punkten an unsere Grenzen. Das komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über die Finanzierungsfreiheit reden. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir aus meiner Sicht eine sehr gefestigte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, des ersten Senats zum Veranlassungsprinzip haben. Das Veranlassungsprinzip ist das überragende Prinzip des deutschen Ertragssteuerrechts. Das ist vollkommen unbestritten. Das machen wir sowohl bei der Zuordnung von Due Diligence-Kosten als auch gescheiterten Betriebsstättenkosten. So, jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, ist es wirklich so divergent? Ich würde sagen, nein. Weil wenn wir sehen, wir haben eine Betriebsstätte, die existiert, der würden wir die Kosten zuordnen, die durch sie veranlasst sind. Das war die alte Überlegung. Heute veranlasst durch die People Function. Das ist immer noch das Veranlassungsprinzip. So, und das sagt der BFH in all seiner Rechtsprechung. Das Veranlassungsprinzip ist intertemporär und vom Ort unabhängig. Genau das, was auch 7.2, 7.3 alter Fassung klar kommuniziert haben, was wir auch
in 7.2 Neuerfassung haben, dass wir ein abkommensrechtliches Veranlassungsprinzip haben. Und ich sehe keine Alternative, als durch das Veranlassungsprinzip die Lösung zu finden. Nur, bei den neuen AOA-Grundsätzen muss ich abzielen auf People-Function oder geplante People-Function, sprich Dealings. Und deswegen werden Sie sehr häufig zu einer divergierenden Lösung zu bisher kommen. Und da fühle ich mich dann wieder sehr wohl, auch im Zusammenhang mit der Rechtsprechung zu Due Diligence-Kosten, dass ich sage, wenn ich diesem Dealing zuordnen kann, diesem steuerpflichtigen Dealing, dann ist es natürlich abzugsfähig. Also das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, die Finanzierungsfreiheit. Die Finanzierungsfreiheit gilt für Kapitalgesellschaften so weit, wie die Zinsschranke zuschlägt. Durch die Zinsschranke wird ja der Grundsatz der Finanzierungsfreiheit auch bereits eingeschränkt. Und da stellen wir mal, die Zinsschranke ist verfassungskonform, dann bleibt das auch so. So, jetzt ist die Frage, wie sehen wir das bei Betriebsstätten? Bei Betriebsstätten ist es so, dass wir hier an unsere Grenzen kommen. Es gibt diese klassische Finanzierungsfreiheit nicht. Außer Sie sagen, der Steuerpflichtige kann machen, was er will. Das wäre die Konsequenz gewesen. Es gibt nur diese zwei Extrempole. Wir schreiben etwas vor, wie wir es tun im 12 und 13 BSGV. Oder Sie machen, was Sie wollen, weil das ist die uneingeschränkte Finanzierungsfreiheit. Und dann hätte man natürlich analog die Zinsschranke auch für Betriebsstätten anwenden können. Ich habe eine gewisse Sympathie für diese Regelung. Aber der Gesetzgeber hat sich nun mal dazu entschlossen, eine Vorschrift zu schaffen. Und die Finanzierungsfreiheit ist nun mal ungeschriebenes Recht, Richterrecht. Und der Gesetzgeber hat es überschrieben mit 12 BSGV. Deswegen fühle ich mich da auch in meiner Lösung sehr wohl. Auch wenn Sie sagen, da sind 400 verschwunden. Weiß man ja nicht. Wir wissen ja, was der andere Staat gemacht hat. Vielleicht hat der andere Staat die 400 genommen. Dann sind sie nicht verschwunden. Vielleicht darf ich nur eine Ergänzung machen. Die Ausstattung mit Dotationskapital ist ja eine völlig flexible Angelegenheit. Weil ich habe ja die zwei Leitplanken, auf der einen Seite die Mindestkapitalmethode, auf der anderen Seite die Kapitalaufteilungsmethode. Und das bedeutet, ich kann über die Funktionalität sehr wohl zu sehr kongruenten Ergebnissen kommen. Und ich meine, es ist natürlich ein Ziel der ganzen Angelegenheit, dafür zu sorgen, dass möglichst keine Zinsaufwendungen irgendwo unterwegs völlig verschwinden. Also diese Regelung sehe ich ein bisschen anders. Beim Dotationskapital ist ausgesprochen flexibel zwischen diesen beiden Polen. Und deswegen sehe ich das Problem, was Sie angesprochen haben, jedenfalls in der Schärfe nicht. Ja, da haben wir uns ja vor 2 Jahren schon mal drüber unterhalten, Herr Naumann. Sind auch nicht zum Konsens. Aber zu Herrn Gierlich hätte ich noch eine Nachfrage. sehen Sie das auch im europäischen Kontext, also im EU-Kontext so, dass dann irgendwelche Aufwendungen im Niemandsland verschwinden können? Da hätte ich ganz große Vorbehalte. Inwiefern? Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit? Ja, das hat ja Herr Engelke schon gesagt. Also bei Niederlassungsfreiheitsfragen können Sie auch über die Kapitalverkehrsfreiheit mal durchdeklinieren, aber das liegt ja nahe, brauchen wir hier gar nicht, EU-Kontext. Ist wieder das vergleichbar, ne? Die Hamburger Betriebsstätte des Münchner Unternehmens und die Kopenhagener Betriebsstätte des Münchner Unternehmens. Gut, bei der Niederlassungsfreiheit geht es ja darum, dass ich keine Ausländerdiskriminierung durchführe. Und jetzt frage ich mich natürlich, diskriminiere ich jemanden, der im Ausland eine Betriebsstätte hat, der vom Ausland nach Deutschland kommt und hier eine Betriebsstätte hat? Niederlassungsfreiheit, so wie ich sie verstehe, heißt ja, ich lege Ihnen keine Steine in den Weg, sodass Sie den EU-Binnenmarkt nach Ihrem Gusto nutzen können. Soweit die Gebhardt-Formel nicht einschlägig ist und damit insbesondere auch das Besteuerungssubstrat der einzelnen Staaten nicht gefährdet ist. So, und wenn wir das jetzt auf meinen konkreten Fall übertragen, dann sehe ich hier in Deutschland beispielsweise mein Stammhaus oder mein übriges Unternehmen und ich habe die Betriebsstätte im Ausland. Ich halte sie nicht davon ab, die Betriebsstätte im Ausland zu haben. Und soweit es veranlasst ist durch diese Betriebsstätte, gehören die Kosten auch dorthin. Und soweit sie durch mich veranlasst sind, können sie auch hierhin. Das entspricht der gelebten Niederlassungsfreiheit. Niederlassungsfreiheit heißt ja nicht, Sie können machen, was Sie wollen, sondern Niederlassungsfreiheit heißt ja, dass Sie hingehen müssen, hingehen können und dass natürlich auch die Kosten mit Ihnen gehen. Nein, wenn es scheitert, das ist keine Frage, dann haben Sie erstmal die Kosten hier.
dann habe ich Sie nicht davon abgehalten, die Betriebsstätte scheitern zu lassen im Ausland. Also verstehe ich keinen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. Und dann geht es ja nur um die Frage, wohin aufgrund des Veranlassungsprinzips meine Kosten gehören. Und die gehören halt, je nachdem, wenn es mit dem Dealing, wir sind ja im AOA-Bereich, wenn es mit diesem Dealing im Zusammenhang ist, gehören sie nach Deutschland. Und wenn das Dealing nicht existiert, können sie ins Ausland. Also ich sehe keinen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. Allerdings den Steuerpflichtigen ins Risiko zu setzen, das kann ja wohl auch in Richtung Verhindern gedeutet werden. Da haben wir ein großes Problem, dass es international zwei Theorien gibt zur Frage des Veranlassungsprinzips. Die einen sagen, das Veranlassungsprinzip greift erst ein, wenn die Betriebsstätte begründet wird. Und die anderen, der hängen wir an, aufgrund der ständigen Rechtsprechung des BfH, ist schon relevant, wenn sie schon geplant ist. Und durch diese internationale Divergenz, die wir in vielen Bereichen haben, gibt es eventuell eine Besteuerungslücke, positiv wie negativ. Das ist aber etwas, was damit zusammenhängt, dass wir international nicht abgestimmte Systeme haben. Und wir haben diese nicht abgestimmten Systeme auch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben keine Harmonisierung im Bereich der direkten Steuern. Ja, die Diskussion ist so ein bisschen wie unser Tagungsflummi, den sicherlich viele schon kennen. Sie springt immer wieder zum Herrn Gierlich zurück. Herr Müller, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Ja, vielleicht ganz kurz noch zu dieser Frage mit den finalen Verlusten. Also ich sehe diese Zinsen sozusagen, das, was die Argumente, die Sie verwendet haben, ja unter dem Aspekt der finalen Verluste, das ist ja vom EuGH judiziert worden. Wenn man aber jetzt einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, was man hier eigentlich macht, man versucht sozusagen ein Verhältnis zu ermitteln, wie tatsächlich bezahlte Zinsen auf zwei Standorte verteilt werden können. Das heißt also, was wir im Ergebnis haben, wenn Deutschland Zinsen aufgrund von Regelungen in der BSGAV nicht zum Abzug zulässt, ist, dass wir unter Umständen eben auch in eine Doppelbesteuerung laufen. Und da gibt es die üblichen Instrumente sozusagen, um das wieder zu beseitigen, nämlich wenn wir tätig werden gegenüber Nicht-OECD-Staaten mit dem alten Artikel 7 im Abkommenstext, dann würde sowieso auch für diese Frage meines Erachtens nur dieses eingeschränkte Treaty Override gelten, sodass man einseitig den Steuerpflichtigen begünstigen würde. Oder man müsste halt sich tatsächlich mit dem anderen Staat darüber unterhalten, wer die bessere Aufteilungsmethode für die Zinsen hat. Also somit komme ich gar nicht so weit wie Sie, dass ich also quasi eine Finalität irgendwelcher Verluste jetzt annehme, die dazu führt, dass ich europarechtswidrig handeln könnte. Vielen Dank. Weitere Anmerkungen aus dem Publikum. Herr Ruschka hier vorne, bitte. Ich möchte jetzt einfach nur mal zum praktischen Verständnis bei der gescheiterten Betriebsstätte mit dem Dealing nachfragen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagen wir, wenn ich ein Dealing abgeschlossen hätte, vermöge dessen ich die Anlaufkosten der Betriebsstätte in Rechnung gestellt hätte ich diese, dann kann ich diese Kosten vollumfänglich im Inland abziehen. Und verstehe ich das richtig, dass wir diese Annahme auch für den Fall anwenden, dass die Betriebsstätte scheitert und gar nicht zustande kommt? Ja, ja, ganz klar. Aber ich meine, die Nachweislast dafür hat natürlich derjenige, der die entsprechenden Betriebsausgaben geltend machen möchte. Und es hängt natürlich eben tatsächlich mit dem Grundansatz vom Authorized Approach zusammen, dass ich dann, wenn das Personal jetzt des Unternehmens außerhalb von der Betriebsstätte Aufwendungen verursacht, mit dem Zweck, die hinterher der Betriebsstätte in Rechnung zu stellen als Vorlaufkosten, als Startkosten für die Betriebsstätte, dann bin ich in dem System, dass dann eben diese Betriebsausgaben eben auch nicht zu keinerlei steuerlich interessanten Einkünften führt. Aber weil an und für sich ist doch das Investment, also sozusagen die Vorlaufkosten, tätige ich ja, um die Betriebsstätte zu gründen. Also sozusagen, deswegen kommen wir auch im ersten Schritt zur veranlassungsgerechten Zuordnung dieses Aufwandes zur Betriebsstätte und der damit einhergehenden Freistellung. Das würde doch aber bedeuten, dass es zwangsläufig so ist, dass ich auch immer ein Dealing annehmen muss, oder sehe ich das falsch? Nach dem Fremdvergleichsgrundsatz müssten Sie fragen, ob die entsprechenden Aufwendungen, und zwar nicht Kostenabzug, also Kostenabzug ist hier ein völlig falscher Begriff.
Würde ein fremder Dritter in der Situation der Betriebsstätte für die entsprechenden Tätigkeiten, für die entsprechenden Aktivitäten eine Vergütung zahlen? Das ist die Frage, die sich im Fremdvergleichsgrundsatz stellt. Das hat mit den Kosten als solchen zunächst mal gar nichts zu tun. Das kann deutlich höher sein als die Kosten, das kann deutlich niedriger sein als die Kosten. Weil ich meine, Kosten, das wissen wir alle, können sehr wohl auch vergeblich sein, weil es eben einfach jemand sich was Falsches überlegt hat. Also wir sind im Fremdvergleichsgrundsatz und nicht in der Kostenzuordnung. Da rein kommen wir gar nicht im Rahmen von der Betriebsstättenbesteuerung. Okay, das heißt aber dann im Prinzip für uns doch faktisch, wenn es nicht zur Betriebsstätte kommt, um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, dann bleiben die Kosten wirklich, ich sag mal, werden die Kosten ganz einfach dem Ausland zugewiesen oder andersherum gesprochen, bei uns im Inland sind sie nicht abzugsfähig, Punkt. Bei uns im Inland sind sie nicht abzugsfähig wegen der BFH-Rechtsprechung, weil eben die entsprechenden Aufwendungen getätigt worden sind, um steuerfreie Einnahmen zu erzielen. Und ich meine, da ist ja auch der Unterschied zwischen der Betriebsstätte und Kapitalgesellschaften. Mit denen leben wir jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten. Ich glaube, da werden wir auch noch eine Weile weiter mitleben müssen. Na, ist ja für uns in der Praxis dann wenigstens einfach handhabbar. Das ist ja auch wieder eine klare, ja, es ist ja schon eine ganz wichtige Information, denn ich denke mal, es ist durchaus ein sehr komplexer Vorgang, wie wir jetzt gerade in dem letzten Vortrag gehört haben. Und manchmal ist es natürlich auch wichtig, dann die Inhalte in eine einfache Wahrheit herunterzubrechen, die dann für den, sag ich mal, Normalanwender einfach handhabbar ist. Ich möchte vielleicht noch eine zweite Frage, weil das bewegt mich auch. Wir hatten das jetzt aus Vereinfachungsgründen. Herr Ruschka, gestatten Sie mir, dass ich das nicht so stehen lassen möchte, sondern so einfach ist es nun mal nicht, sondern es bedarf einer genauen Dokumentation in der Hilfs- und Nebenrechnung. Das heißt, auch bei der gescheiterten Betriebsstätte bräuchten wir diese Dokumentation und wir müssten uns auch damit auseinandersetzen und sie prüfen. Eine Hilfs- und Nebenrechnung, Entschuldigung, wenn ich widerspreche, gibt es nicht, wenn ich keine Betriebsstätte habe. Das würde ich jetzt so nicht sehen, weil durch die Veranlassung zusammen können wir auch 3 BSGV analog anwenden. Also in der Diskussion kann man noch eins dazu setzen, wenn es denn nicht zur Betriebsstätte kommt, dann glaube ich, dann sagt der 1 Absatz 4 Nummer 2, dann gibt es auch kein Dealing. Aber ich wollte noch mal auf einen anderen Aspekt. Es gibt kein exaktes Dealing, es ist nur, dass es im Zusammenhang mit einem möglichen Dealing steht. Wir haben nie behauptet, dass es ein reales Dealing gibt. Ohne Betriebsstätte gibt es keinen Reis, da sind wir bei Ihnen. Aber doch das Veranlassungsprinzip erfordert die Möglichkeit eines späteren Dealings. Wir halten fest, wir ziehen ganz einfach Anlaufkosten im Inland nicht ab, Punkt. Nein, das halten wir so nicht fest. Manchmal sind die einfachen Lösungen nicht immer die richtigen. Genau. Bevor wir jetzt innerhalb der Finanzverwaltung noch mehr Verwirrung stiften, würde ich vielleicht einen Berater bitten, sich an der Stelle noch mal zu Wort zu melden. Sie wollen die Verwaltungsdiskussion laufen lassen? Bitte, meine Herren, dann machen Sie doch einfach weiter. Da drüben haben wir eine Wortmeldung. Bitte das Mikro darüber. Ich bin zwar kein Berater, sondern Mitarbeiter im Münchner Rück, aber als Betriebswirt kann ich das so nicht stehen lassen. Man muss schon auch, wenn wir über Personalfunktionen reden, beachten, dass die Entscheidung zum Errichten einer Betriebsstätte mit der dann später vielleicht einmal stattfindenden operativen Tätigkeit nichts zu tun hat. Das eine ist ökonomisch ein konstitutiver Entscheidungstatbestand, der tatsächlich zunächst einmal ausschließlich im Stammhaus, ich nehme mal diesen Begriff, stattfindet. Und deshalb ist diese Personalfunktion dem Stammhaus zuzuordnen und aus meiner Sicht sind deshalb auch diese Vorabkosten, die ja offenkundig nicht sozusagen durch die laufende Betriebsstättentätigkeit veranlasst worden sind, dem Stammhaus zuzuordnen. Punkt. Punkt. Herr Engelke, Punkt. Die Verwaltungsdiskussion. Das ist völlig zutreffend, aber Sie sind nicht abschlussfähig, da sind wir uns einig. Die Verwaltungsdiskussion bestätigt mich in meiner Auffassung, dass die Randziffer 67 entfallen sollte. Weitere Wortmeldungen. Sie sehen ja, es läuft ganz rund hier oben. Herr Ruschka, komm nochmal. Da war Kaffee, fahren. Also ich will mich jetzt nicht in die Diskussion einschalten, inwieweit der AOA Veranlassungsgrundsätze des BFH außer Kraft setzt oder modifiziert. Aber vielleicht doch einiges zur Klarstellung. Also die, ja. Beginnen wir mal mit dem ganz einfachen Fall
nur bezogen auf das Inland. Jemand plant die Gründung eines Unternehmens und die Gründung scheitert. Frage: Sind das Betriebsausgaben? Ganz klare Sache, das sind sie. Also 4 Absatz 4 erfasst auch das als betrieblichen Aufwand. Mit anderen Worten, der betriebliche Aufwand, die Zuordnung, das ist kein strafrechtlich gesprochen, das ist kein Erfolgstatbestand, sondern das ist ein Tatbestand der Absicht. Und genau das ist auch die Rechtsprechung meines Senats in internationalen Sachverhalten. Und die Konsequenz davon ist, dass ein Aufwand, der veranlasst ist durch eine ausländische Betriebsstättengründung, auch dann dieser Betriebsstätte oder dieser geplanten Betriebsstätte zuzuordnen ist, mit der Konsequenz, dass er Gegenstand der Freistellung gemäß dem einschlägigen DBA ist, wenn diese Betriebsstättengründung scheitert. Also dieser Zusammenhang ist ganz und gar eindeutig, und es stellen sich dann weitergehende Fragen. Greift das auch im umgekehrten Fall auf? Das ist eine Frage, die von Herrn Kraft aufgeworfen worden ist. Wenn es also um Fragen der beschränkten Steuerpflicht geht, erfordert der Tatbestand des 49 Absatz 1 Nummer 2, erfordert der tatsächlich eine Betriebsstätte? Dazu wäre zu sagen, da wir ja die Rechtsprechung meines Vorvorgängers oder die Ansicht meines Vorvorgängers abgelehnt haben. Also wir haben den Erfolgstatbestand nicht als notwendig angesehen. Im Outbound-Fall liegt es in der Logik dieser Rechtsprechung, im Inbound-Fall ebenfalls vorzugehen. Und welches Gewicht wir dem Veranlassungsprinzip insgesamt beimessen, mit welchen Weiterungen das verknüpft ist, das mag Ihnen zeigen. Der erst jüngst von uns entschiedene Fall 34c Absatz 1 Satz 4, also die Frage, wenn ausländische Einkunftsquellen zu einer inländischen Betriebsstätte gehören, nach welchen Maßstäben sind diesen ausländischen Einkunftsquellen Betriebsausgaben inklusive Gemeinkosten der inländischen Betriebsstätte zuzuordnen, mit der Konsequenz, dass das natürlich dann auch dann durchschlägt auf die Höhe der Steueranrechnung. Ein letztes Wort, bevor es zu viel wird. Was hat das alles mit § 8b KStG zu tun? Schlichte Antwort: Null und nichts. Nix. Null und nichts. Und zwar ständige Rechtsprechung des Senats. 8b ist ein Erfolgstatbestand. Das heißt, erst wenn es tatsächlich eine Beteiligung gibt, die geeignet ist, steuerfreie Dividenden zu vermitteln, erst ab diesem Zeitpunkt greift das Regime des Paragraphen 8b, und die Konsequenz daraus heißt dann, wenn der Erwerb von Anteilen im Sinne des 8b scheitert, dann ist auch weder 8b Absatz 3 noch 8b Absatz 5 geeignet, einen Betriebsausgabenabzug zu sperren. Also mit anderen Worten, das ist eine ganz andere Besteuerungswelt, und die Dinge sind an der Stelle doch zumindest ausgehend von der Rechtsprechung meines Senats säuberlich zu scheiden. Stimmt. Tja, ein besseres Schlusswort können wir an der Stelle gar nicht kriegen, als dass sich BFH und Bundesfinanzministerium einig sind. Meine Damen und Herren, das war die Diskussion unseres zweiten Echtfallberichts zum Thema Betriebsstätten A&A. Wenn Sie auch so einen tollen Tagungsflummi haben wollen, ich lasse den jetzt einfach mal fallen und schaue, was passiert. Er kommt wieder zurück. Dann kriegen Sie den oben im Business Center beim Otto Schmidt Verlag. Wenn Sie diese äußerst unterhaltsame und lehrreiche Session nochmal nachverfolgen wollen, dann können Sie das nach der Tagung auf unserer Homepage www.taxauditforum.de. Und wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Kollegen zu Hause, die vielleicht jetzt nicht mitkommen durften, die sollten auch live dabei sein, dann weisen Sie sie doch darauf hin, dass wir das alles auch live im Internet übertragen, in unserem Livestream. Wir haben noch nicht ganz die ersten Zahlen, aber wir haben zumindest Nachrichten aus verschiedenen Ländern, unter anderem aus Brüssel, unter anderem aus Italien, dass dort offensichtlich alles funktioniert und Kollegen oder fachlich interessierte Personen offensichtlich live dabei sind. Insofern entlasse ich Sie jetzt in die nächste Kaffeepause und freue mich, wenn Sie dann hier wieder live vor Ort dabei sind. Vielen herzlichen Dank. Danke.